Guten Morgen, herzlich willkommen hier bei Zapunzel. Wir schauen auf die Tagesenergien. Es ist Donnerstag, der 16. Februar 2023. Unter welchem Thema liegt dieser Tag? Welche Stichworte möchten sich zeigen? Was ist heute das Ding? Es geht mal wieder und immer wieder um das Thema Vertrauen. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen auch zu anderen Menschen. Darin zu vertrauen, dass andere Menschen die Dinge so handhaben, wie sie sie handhaben müssen für sich. Ob mit oder ohne Masken, das lasse ich mal völlig dahingestellt. Jeder versucht in der Regel das Beste aus sich rauszuholen und das darf auch gesehen werden. Ich bejahe, dass meine innere Stimme mich immer richtig leiten wird. Ja, und jeder Mensch hat eine innere Stimme. Und jeder Mensch hat auch natürlich die Berechtigung, dieser inneren Stimme zu lauschen, zuzuhören und dieser Stimme zu folgen. Sind andere Menschen aber nun ein bisschen anders unterwegs als du, dann hast du nicht das Recht zu schulmeistern, dann hast du auch nicht das Recht zu belehren. Dann lass den anderen sein, wie er ist und ja, folge deiner inneren Stimme und gehe deinen Weg. Das ist die erste Karte, die hier fallen möchte. Ich hätte noch gerne einen zweiten Impuls. Ihr wisst das, die Orakel sind bewusst kurz gehalten und grundsätzlich auch nicht auf das Thema Liebe gemünzt. Sollte aber sowas auf den Tisch fallen, dann kann ich es nicht anders deuten. Ich deute sowieso alles intuitiv, ja. Und wer mitgeht, geht mit. Und wer nicht, der hat genug Ausweichmöglichkeiten. Ich bin flexibel und offen. Ich bin offen für den Wandel. In jedem Augenblick habe ich die Chance, mehr und mehr mein wahres Sein zu leben. Leicht und mühelos fließe ich im Strom des Lebens. Ja, wenn dein Leben leicht und mühelos ist, dann bist du in der Regel schon so weit, dass du überhaupt gar kein Orakel mehr gucken musst oder willst. Ja, einfach nochmal hinterfragen, wie offen bist du denn dafür, dass sich Dinge verändern dürfen in deinem Leben? Wie offen bist du dafür, dass du dich selber verwandelst? Welche Chancen nimmst du wahr und wo schaust du an den Chancen vorbei? Leicht und mühelos fließe ich im Strom des Lebens. Und wenn es jemandem gelingt, dich da aufzuhalten, hast du deine Krone noch nicht wirklich da, wo sie sitzen soll? Bist du noch manipulierbar? Ja, und noch nicht voll in deinem Selbstwert angekommen. Schau mal ein bisschen genauer und ich nehme das Green Lenormand, um mal zu gucken, was denn heute sich auf den Weg machen möchte. Danke sehr, Spirit. Wie immer mal wieder ein Tag, wo du dir anschauen darfst, wo sind noch Ängste, wo vertraue ich meinem alten Wissen, wo kann ich meine Intuition nutzen, nutze ich meine Intuition zu 100% oder springt dann doch in vielen Situationen der Kopf wieder an. Ja, wenn man mit Behörden zu tun hat, mit Dingen, wo man den Kopf gebrauchen muss, dann kann man das gerne so handhaben, dann ist das auch wichtig, wir haben den Kopf ja nicht umsonst auf dem Hals sitzen und trotzdem ist es immer angeraten, der Intuition zu folgen. Du hast in vielen Dingen ein Bauchgefühl, das wird gerne mal zur Seite gedrängt. Letzten Endes, indem du das tust, stehst du deiner Stabilität im Wege, weil dann machst du Dinge, die eigentlich gar nicht unbedingt machen möchtest, wo sich so ein leiser Widerstand in dir regt. Ja, das ist heute die Frage. Inwiefern hast du dein stabiles Fundament erschaffen? Inwiefern bremst du dich selber noch aus? Wie flexibel bist du? Wie offen bist du auch anderen Menschen gegenüber? Ich lasse es mal so stehen, ihr Lieben. Freue mich über jedes Like, jedes Abo, jedes Kommentar. Lass mal liebe Grüße da und bleib mir gesund.